Dank den neuesten Messungen können die Klimaforscher von der ETH so genaue Modelle wie noch nie zeichnen. Was bis jetzt eher grossräumige Prognosen gewesen sind, lässt sich jetzt gerade auch für die Schweiz viel genauer berechnen. Wir können mit den neuen Modellen mit höheren Auflösungen jetzt doch auf wesentlich kleinerer Skala etwas aussagen. Also wir können in Nord- und Südschweiz oder West- und Ost doch klar unterscheiden. Wir können sogar im Prinzip Daten auf Stationsbasis produzieren. Also wir können im Prinzip Station St. Gallen jetzt auswerten und schauen, was dort passiert, wenn man jetzt spezifische Auswirkungen möchte studieren in einer Region. Heisser wird's und trockener. Das zeigt die ETH-Klimastudie CH 2011 also präzise wie noch nie. Darum verbindet die Forscher auch indirekt den Appell mit ihrer Studie, die 100 Jahre in Zukunft schaut. Wenn wir weiter so wurschteln wie bisher, dann wird es ziemlich dramatisch. Wenn wir jetzt aggressiv etwas tun und Ausstoß von CO2 vermindern, dann wäre die Klimaänderung in der Schweiz vielleicht halb so gross oder nur ein Drittel so gross. Wenn es in der Schweiz auch trotz Klimaschutz immer wärmer wird, wachsen vielleicht bald Palmen in Zürich oder am Bodensee? Es ist nicht unrealistisch, aber in dieser Studie gehen wir eigentlich nicht auf die Auswirkungen ein, sondern wir versuchen zu sagen, was macht das Klima macht. Und wir versuchen, die Daten zur Verfügung zu stellen, sodass die, die sich dann wirklich mit den Palmen beschäftigen oder mit der Landwirtschaft oder mit dem Tourismus, dass die möglichst optimale Grundlage haben. Der Spezialist für die Extremszenarien erklärt, warum genau die möglichen Entwicklungen z.B. für die Versicherungen wichtig sind, auch wenn es da noch viel zu verfeinern gibt. Wir haben viel Zusammenarbeit mit Versicherungen, auch mit Rückversicherungen, die auf grosser Skala diese Sachen anschauen. Die sind sehr interessiert, die sind alarmiert natürlich durch solche Ereignisse. Was auch wichtig ist, es kann nicht nur häufigere Ereignisse geben, es kann auch stärkere Ereignisse oder grossskalige Ereignisse geben. Das heisst zum Beispiel mehrere Überschwemmungen parallel an verschiedenen Orten auf der Welt. Mit ähnlichen Modellen wie Klimaforscher arbeiten auch Meteorologen. Auch sie haben Wolkenwirbel und Hochdruckgebiete auf ihren Bildschirmen. Die Studie der ETH bringt im Arbeitsalltag zwar nicht konkret etwas, stößt aber auch bei Meteo-News auf grosses Interesse. Seit ich hier arbeite, sind ungefähr 10 von 12 Monaten sind über dem langjährigen Mittel. Also die Resultate gehen klar in die richtige Richtung. Der Meteorologe warnt aber davor, die extremen Wetterlagen von diesem Jahr jetzt vorschnell schon als Klimawandel abzutun. Also ein Altweibersommer ist nichts Außergewöhnliches. Dass es mal trocken ist im April, ist durchaus auch nichts Außergewöhnliches. Ein schlechter Juli kann es durchaus geben. Das ist mehr eben die Witterung, die sich jetzt halt in dieser Phase des Jahres mal so ein bisschen am Rand von dem, was noch möglich oder üblich ist, bewegt. Also das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ebenfalls können wir nicht einfach sagen, dass es nach einem verregneten Juli jetzt immer einen schönen Altweibersommer gibt. Längerfristig steht aber seit heute definitiv fest, dass man öfters mal gleissende Sonnenstrahlen bis in den Herbst spürt.